Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Märkte im Fokus Webinars. Mein Name ist Meron Behane und ich bin Derivate-Experte bei der Société Générale. In der heutigen Ausgabe schauen wir uns die wichtigsten Indizes und Rohstoffmärkte an und dabei kam mir am heutigen Morgen die Nachricht, dass der Suezkanal quasi freigeräumt wurde und wieder die Waren, die quasi jetzt in den letzten Tagen sich gelagert haben, wieder ihre Zielorte erreichen können. Was wir auch oder für, wie das sich auch auf die Märkte dann auswirken könnte, darauf blicken wir dann auch natürlich. Und dann würde ich auch schon das Wort an unseren freien Technikjournalisten Ralf übergeben. Guten Morgen auch an dich, Ralf. Ja, schönen guten Morgen, Ron, und guten Morgen, liebe Zuschauer. Wie immer vorneweg ein kleiner rechtlicher Hinweis. Diese Sendung dient ausschließlich Informationszwecken, stellt insbesondere keine Anlageberatung dar und Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Ja, wie bereits erwähnt, das Thema Suezkanal war natürlich insbesondere mit Blick auf die Ölpreise relevant. Die konnten allerdings hier keine einheitliche Richtung finden. Es ging nervös hin und her in der vergangenen Woche, vor allem in der zweiten Wochenhälfte, als eben die Problematik mit diesem Schiff, das den Suezkanal versperrt, als die dann aufkam. Und ja, die Berechnungen haben sich ja dann schnell eingestellt, was den möglichen Schaden angeht und die Problematik auch, dass viele Güter hier möglicherweise dann nicht mehr rechtzeitig an die Zielorte kommen können, sodass es von den Lieferketten her dann auch zu Produktionsunterbrechungen kommen könnte. Also das war alles ein bisschen ein Unsicherheitsfaktor. Und heute früh kam dann die Meldung, dass ja noch nicht ganz bestätigte Meldung, aber zumindest ist wohl der Frachter ein bisschen zur Seite geräumt worden. Also man kann wohl auf einer Seite schon vorbeifahren, aber jetzt muss erstmal geklärt werden, ob der Suezkanal selber einen Schaden genommen hat oder das Schiff überhaupt noch so weiterfahren kann oder auch erstmal aus dem Kanal befördert werden muss, bevor dann wieder Business as usual in dieser sehr wichtigen, diesem wichtigen Nadelöhr für die Weltwirtschaft dann wieder stattfinden kann. Und ja, pro Tag waren einige Milliarden US-Dollar an Schäden beziffert worden. Und ja, die Unsicherheit war zuletzt groß, ob das möglicherweise noch mehrere Wochen dauern könnte oder nicht. Und jetzt sieht es so aus, als ob es sich zu einem guten gewendet hat, die Ölpreise entsprechend dann heute früh im asiatischen Handel unter Druck, nachdem sie am Freitag insbesondere nochmal deutlich zulegen konnte. Wir schauen uns dann Brentöl natürlich auch im Chart an. Ansonsten, ja, bei den Indizes ging es ganz überwiegend nach oben. Der DAX konnte fast sein Allzeithoch von der Vorwoche erreichen, nicht ganz. Wir hatten einen von der konjunkturellen Seite, insbesondere was jetzt die Konjunkturdaten in Deutschland und der Eurozone angeht, überwiegend besser als erwartete Daten und natürlich hier der IFO-Geschäftsklimaindex stark im Fokus und der hat positiv überrascht. Also wir bewegen uns hier im Bereich eines Höchststands seit 2019. Also die Stimmung unter den Managern recht positiv und der IFO-Index gilt ja als wichtigster konjunktureller Frühindikator für Deutschland. Auch sonst die Einkaufsmanager-Indizes für die Eurozone von Market besser als erwartet und auch aus den USA kamen einige Daten besser als erwartet, vor allem am Freitag herein. Also das ist natürlich im Wesentlichen aber auch schon eingepreist, dass es zu einer konjunkturellen Erholung dann in den kommenden Monaten kommen dürfte, die eben von den Frühindikatoren hier angezeigt werden. Und insofern bleibt abzuwarten, ob da noch viel an kurstreibenden Potenzial vorhanden ist oder ob das alles schon in den Märkten eingepreist ist. Die Hoffnung
Der Anleger liegt natürlich hier insbesondere darauf, dass ja, nach dem Wegfall der Lockdown-Maßnahmen und mit dem mit den fiskalischen Unterstützungsmaßnahmen und der ultralockeren Geldpolitik, die ja auch von den Notenbankern noch einmal hier bekräftigt wurde, dass also die Zinsen noch geraume Zeit auf sehr niedrigem Niveau bleiben werden, bis die Wirtschaft sich hier komplett erholt hat vom Corona-Schock. Also das alles natürlich positive Dinge und in den USA ist bereits das nächste große billionenschwere Konjunkturprogramm in der Mache. Und insofern ist natürlich vor allem in den USA jetzt ein bisschen die Stimmung besser als hierzulande, wo die Lockdown-Maßnahmen ja zunächst einmal noch verschärft werden, während es in den USA mit den Impfungen sehr, sehr gut läuft. Und der US-Präsident Joe Biden hier nochmal sogar eine Schippe drauflegen konnte, was jetzt sein Versprechen in den ersten 100 Tagen, was die Impfdosen angeht, dass die USA hier deutlich drüber liegen wird. Und insofern ist natürlich, sind ja auch die konjunkturellen Aussichten jetzt in den USA positiver zu beurteilen als hierzulande, wo sich die Nachrichtenlage erst einmal wieder einzutrüben droht mit einer weiteren Verlängerung und eventuell Verschärfung des Lockdowns. Ja, schauen wir uns die Trading-Termine für die laufende Woche an. Makroseitig haben wir vor allem am Mittwoch die offiziellen Einkaufsmanager-Indizes aus China von größerer Relevanz. Dann am Mittwoch den Einkaufsmanager-Index für die Region Chicago und am Donnerstag dann die Einkaufsmanager-Indizes für die Industrie aus der Eurozone sowie den nationalen Einkaufsmanager-Index ISM für die Industrie in den USA. Und das Highlight ist dann am Freitag natürlich der offizielle Arbeitsmarktbericht in den USA, die Non-Farm Payrolls. Allerdings ja, kann man sich das in dieser Woche natürlich nur von der Seitenlinie anschauen, denn wir haben hier einen Börsenfeiertag, nicht nur hierzulande, sondern auch in den USA. Am Montag ist dann natürlich auch hierzulande Feiertag, sodass wir dann also zwei Handelstage haben, die hier wegfallen. Und insofern geht es dann erst nächste Woche Dienstag dann wieder weiter. Ja, von der Unternehmensseite haben wir noch insbesondere aus der zweiten und dritten Reihe hier einige Geschäftszahlen, die anstehen. Ansonsten, ja, Daimler mit der Hauptversammlung am Mittwoch noch erwähnenswert. Ja, für spekulative Anleger natürlich auch die Aktie von BioNTech am Dienstag mit Zahlen im Fokus und ja, Beiersdorf veranstaltet seine Hauptversammlung am Donnerstag. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch schon in die Charts hinein und wie immer fangen wir mit dem DAX im Wochenchart an und was wir sehen können, ist hier der Aufwärtstrend ist klar intakt. Wir befanden uns hier im Bereich von Rekordständen zuletzt eine leichte Konsolidierung. Wir hatten so in der vergangenen Woche so eine Inside Week. Das heißt also, die Kurse bewegten sich innerhalb der Range der Vorwoche, aber eben auf einem hohen Niveau, sodass sich das Ganze im Wochenchart eben als Konsolidierung auf hohem Niveau darstellt, im Bereich einer wichtigen Fibonacci-Zielzone, die abgearbeitet wurde. Wir haben noch offene Kursziele, insbesondere aus dem übergeordneten Chart hier mit dieser steigenden Widerstandslinie knapp oberhalb der 15.000-Punkte-Marke aktuell, sowie das Fibonacci-Extensionsziel bei 15.302 Punkten. Das sind also potenzielle Ziele in der kurzen Frist mit Blick auf die Sentimentdaten. Wird allerdings das Risiko eines Rückschlages dann immer größer, sodass
die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht recht hoch ist, dass kurzfristige Zugewinne, die wir jetzt noch sehen, im Rahmen einer anschließenden Korrekturphase dann wieder abgegeben werden dürften. Ja, also hier aus Sicht des übergeordneten Charts alles im grünen Bereich. Und auch wenn wir hier in den Tageschart gehen, da sehen wir, dass in der vergangenen Woche so eine Konsolidierungsphase stattfand, bei der die Kurse sich offensichtlich schwer bemüht haben und es ihnen auch per Tagesschluss gelungen ist, hier diese Kurslücke, diese Aufwärtslücke, die wir gesehen haben, nicht per Tagesschluss zu unterschreiten. Also zwischendrin ging es immer wieder runter, aber man hat gesehen, dass hier auf dem erniedrigten Kursniveau immer wieder Schnäppchenjäger auf den Plan gerufen wurden, sodass also hier dieses letzte Reaktionstief bei 14.409 Punkten unangetastet blieb und ja mit dieser bullischen Kerze hier mit langen unteren Schatten, das war dann das Ende der Korrekturphase und wir haben dann einen Sprung über diese kurzfristige korrektive Abwärtstrendlinie am Freitag gesehen und damit auch ein bullisches Anschlusssignal. Das kurzfristige Kursziel, die kurzfristige Kurszielzone, die erstreckte sich hier bis 14.804 Punkten, wurde fast abgearbeitet und wir sehen heute mit der Eröffnung bereits ein Übertreffen dieser nächsten Zielregion, sodass mit Blick auf den Tageschart kurzfristige Ziele bei 14.908, 14.950 und dann eben 15.040 Punkte in den Fokus rücken, wie eben gezeigt. Die 15.040 liegen knapp überhalb dieser aus dem längerfristigen Chart ersichtlichen steigenden Widerstandslinie, so dass ich hier spätestens in diesem Bereich mit deutlicheren Gewinnmitnahmen rechnen würde. Also auf dem erhöhten Niveau könnte man eventuell als kurzfristig orientierter Anleger da überlegen, auf die Short-Seite zu wechseln, wenn wir entsprechende Schwächesignale an diesem Zielbereich dann zu sehen bekommen. Ansonsten wäre jetzt hier ein Rücksetzer in Richtung der Kurslücke kein Beinbruch aus Sicht der Bullen, aber ein Tagesschluss darunter, also unter 14.621 Punkten, wäre dann schon ein klares Warnsignal an der Stelle. Aber kurzfristig bärisch würde es erst, wenn wir hier unter die 14.409 Punkte, also diese Unterstützungszone, die sich aus den vergangenen beiden Tiefpunkten ergibt, wenn wir da drunter rutschen würden. Wie gesagt, von der Sentiment-Seite sind wir ja schon ein bisschen ich will nicht sagen im euphorischen Bereich, aber es hat sich mit Blick auf die mittelfristigen Sentimentdaten eine Abkühlung ergeben, während gleichzeitig die kurzfristigen Sentimentdaten noch nicht so tief gefallen sind, dass man hier von einem Abbau dieser belastenden Stimmungslage sprechen kann. Und wenn man dann auch noch die amerikanischen Sentimentdaten dazu zieht, dann muss man sagen, dass also wirklich hier weiterhin von der Sentimentseite jedenfalls ein erhöhtes Rückschlagspotenzial gegeben ist. Insofern, wenn man hier noch auf der Long-Seite agiert, immer daran denken, die Stops recht eng zu halten und bei bereits deutlichem Gewinn befindlichen Positionen die Stops engmaschig nachzuziehen, um eben diese Gewinne dann auch aufrecht zu erhalten und zu sichern. Ja, kurzer Blick noch auf den Stundenchart hier. Also eine Kerze stellt die Entwicklung einer Stunde dar im DAX. Da kann man das schön sehen hier mit der korrektiven Abwärtstrendlinie, die am Freitag hier übersprungen wurde. Und wir sehen jetzt hier eine Eröffnung bereits oberhalb des alten Rekordhochs. Ob das dann natürlich hier nachhaltig sein wird, lässt sich an der Stelle noch nicht beurteilen. Da bleibt der
Tagesschluss abzuwarten. Wie gesagt, im Erfolgsfall haben wir dann noch Potenzial bis knapp über die 15.000 Punkte Marke, eventuell maximal hier die 15.300 Punkte. Und kurzfristig gesehen könnte man jetzt hier nochmal einen Rücksetzer in Richtung etwa 14.750 bis 14.770. Das wäre jetzt aus Sicht eines Daytraders dann interessant, nochmal auf einen Test des Rekordhochs zu spekulieren. Aber ansonsten für Trader, die eher im Swing Trading unterwegs sind, bleibt es dabei, dass mit Blick auf das Sentiment nur antizyklische Long-Positionierung, also Rücksetzer, deutlicher Rücksetzer in Unterstützung hinein, ein interessantes Chance-Risikoprofil ergeben. Und da wäre hier die erste Zone, wie gesagt, im Bereich dieser Kurslücke, wo sich auch im Stundenchart hier eine relevante Unterstützung mit der 100-Stunden-Linie ergibt. Also eine Kreuzunterstützung der Kurslücke und der 100-Stunden-Linie. Also in diesem Bereich etwa 14.620 Punkte. Da könnte man sich antizyklisch auf die Lauer legen und dann einen entsprechend engen Stop-Loss drunter platzieren. Ansonsten sollten wir hier signifikant drunter rutschen, wäre zu erwarten, dass wir diese wichtigere Unterstützungsregion im Bereich um die 14.400 Punkte noch einmal antesten. Ja, im Euro-US-Dollar, da setzt sich, wenn wir uns hier den Monatschart anschauen, die Abwärtskorrektur beschleunigt fort. Und ja, auch dies hat sich ja mit Blick auf die Sentimentdaten hier schon an der Stelle angedeutet. Jetzt beginnen wir langsam ins andere Extrem zu verfallen. Von der charttechnischen Seite ist hier noch alles im grünen Bereich. Das Ganze kann als deutlicherer Pullback an diese Ausbruchsregion gewertet werden. Solange wir hier nicht nachhaltig unter die 1,15 rutschen, kann an diesem bullischen, übergeordnet bullischen Szenario festgehalten werden, dass also im Anschluss nach diesem Pullback, wenn also diese Unterstützungszone hier im Bereich um die 1,15 nicht nachhaltig unterschritten wird, dass sich dann der Aufwärtstrend in Richtung 1,25, 1,55 fortsetzen kann. Insofern wird es hier aus mittelfristiger Sicht spannend, ob man hier möglicherweise antizyklisch dann agieren kann auf der Long-Seite. Ja, wenn wir uns den Tageschart hier anschauen, dann sehen wir, dass es in der vergangenen Woche zu einem Rutsch und eine Kreuzunterstützung kam. Also dieses Support-Cluster aus diesem letzten Reaktionstief und der 200-Tage-Linie hier in blau dargestellt. Also eine wichtige Unterstützungszone, die unterschritten wurde. Wir haben auch hier die Rückkehrlinie des Abwärtstrendkanals signifikant unterschritten, als auch die klassische 100% Projektionszone, die den Ausgangspunkt für diese Gegenbewegung geliefert hat. Also insofern sind das alles Anzeichen, genauso wie hier die südwärts drehenden gleitenden Durchschnittslinien zu den letzten 20 und 50 Tage, dass sich diese Abwärtskorrektur vermutlich noch ein wenig ausdehnen wird. Und hier vor allem im Blick des 38,2% Fibonacci Retracement bei 1,1695 sowie das wichtige Support- und Zielcluster im Bereich um die 1,1604. Also diese Zone sollte möglichst halten. Ansonsten droht ein ernsthafter Test dieser Ausbruchsregion bei 1,15. Und sollte es so kommen, dass wir also diese wichtige Horizontalunterstützung dann testen, dann wäre es sehr wünschenswert, dass im Anschluss diese Region 1,16 wieder zügig zurückerobert wird. Und dann würde dieses zügige Zurückerobern aus heutiger Sicht dann ein interessantes Einstiegssignal auf der Long-Seite mit Zielrichtung 1,2555 ergeben. Eine Bestätigung, eine prozyklische Bestätigung hätten wir erst, wenn hier diese korrektive Abwärtstrendlinie bei 1,2178
überwunden wird. Wir haben hier allerdings schon einiges an relevanten Widerständen gestaffelt über ab der Region um die 1,18, 1,1845 bis hoch in Richtung etwa 1,2050. Also hier sollte man noch geduldig bleiben, was jetzt die Long-Seite angeht. Für kurzfristig orientierte Trader wäre durchaus noch weiterhin überlegenswert, die Short-Seite zu spielen in kleine Kurserholungen hinein mit eben den genannten Zielen 1,1695 und eventuell 1,16. Ja, wenn wir uns den Euro-Bund-Future im Tageschart anschauen, dann ist es bislang hier nach dem Fahrplan gelaufen. Wir haben ja hier einen dynamischen Abverkauf gesehen. Das Ganze hat zur Eintrübung der mittel- bis längerfristigen Chartsituation geführt. Dann mit der dynamischen Gegenbewegung war an dieser Stelle hier mit der anschließenden Konsolidierung zu favorisieren, dass wir nochmal eine weitere Aufwärtswelle zumindest sehen. Und ja, mit dem neuen Bewegungshoch ist hier dieses Minimalerfordernis, sage ich mal, erfüllt worden, dass es nochmal zu einem höheren Reaktionshoch gekommen ist. Und aktuell sehen wir, dass die fallende 50-Tage-Linie als Widerstand fungiert und dass es hier am Freitag zu einem bearish Engulfing-Muster an dieser Hürde gekommen ist. Also hier droht die Erholung auszulaufen und ja, ein abschließendes Urteil ist hier allerdings noch nicht zu fällen. Aber man kann hier durchaus argumentieren, dass wir noch eine Ausdehnung der Erholung sehen in diesen wichtigeren Widerstands- und Zielbereich hinein, der aktuell bei 173,37 bis etwa 173,81 verläuft. Da haben wir also das 100% Projektionsniveau als klassisches Kursziel ABC-Korrektur. Und knapp darüber, wie man sehen kann, das Widerstandscluster aus der 200-Tage-Linie und diesem letzten Reaktionshoch. Das wäre also noch alles eine klassische Gegenbewegung bezogen auf den vorherigen Abverkauf, der Abwärtstrend mittelfristiger Natur bliebe dann hiervon unberührt, auch wenn wir eben eine Ausdehnung dieser laufenden Gegenbewegung sehen würden. Insofern wäre in dieser Widerstandszone dann Acht zu geben auf Schwächesignale. Also hier würde sich dann entsprechend eine Short-Positionierung anbieten bei entsprechenden Signalen. Und ja, der Stop-Loss sollte aus meiner Sicht hier knapp oberhalb dieser Abwärtstrendlinie bei 174,50 aktuell liegen. Sollten wir hier dynamisch drüber ansteigen, dann würde das übergeordnete bärische Szenario deutlich in Frage gestellt. Man müsste dann eher eine volatile Trading Range favorisieren. Und ich zeige hier an der Stelle mal den Wochenchart nochmal. Also hier kann man sehen, dass übergeordnet so eine Top-Bildung droht, die allerdings erst mit einem Rutsch unter aktuell 167,50 im adjustierten Änderungskontrakt erst dann bestätigt wäre, also diese langfristige bärische Umkehrformation. Wir sehen, dass hier diese Doji-Kerze im Wochenchart eine Gegenbewegung eingeläutet hat und sich diese Gegenbewegung ohne weiteres hier in Richtung 40-Wochen-Linie, was eben der 200-Tage-Linie entspricht, und dieser horizontalen Widerstandszone, die sich aus den vergangenen Tiefpunkten ergibt, dass das also durchaus vorstellbar ist. Sollten wir drüber ansteigen, dann wäre zumindest das Szenario einer Kopf-Schulter-Umkehrformation jetzt nicht mehr zu favorisieren, sondern dann wäre zunächst einmal zu unterstellen, dass hier zwischen 167,50 und dem Rekordhoch bei etwa 178, 179
179,15, dass wir hier eine volatile Seitwärtsbewegung bekommen zunächst einmal und das dann aber aus meiner Sicht dann am oberen Ende im Sinne einer klassischen Trading Range antizyklische Short Positionen interessant wären, während eben im unteren Bereich dann erst an Long-Positionen gedacht werden kann, die dann allerdings im Falle eines nachhaltigen Unterschreitens dieser Unterstützungszone gedreht werden müssten. Dann wäre nämlich ganz klar, ungeachtet des nicht mehr aktiven Kopf-Schulter-Szenarios, wäre dann von einer größeren Trendwende auszugehen und dann könnten wir auch sehr, sehr schnell Kurse von 160 und 156 Punkten sehen. Da kommen wir zum Goldpreis hier im Wochenchart und was wir sehen können ist, wir haben hier auch eine Fortsetzung der korrektiven Abwärtsbewegung vom Rekordhoch, also dieser Abwärtstrend. Dieser mittelfristige Abwärtstrend bleibt intakt und könnte sich durchaus auch noch ausdehnen. Kurzfristig besteht allerdings auch die Möglichkeit, dass diese Gegenbewegung sich ausdehnt. Das zeige ich gleich im Tageschart mit Blick auf das übergeordnete korrektive Bild. Es ist allerdings so, dass es wünschenswert wäre, wenn wir hier nochmal neue Bewegungstiefs bekämen. Hier unter anderem das 50% Retracement bei 1618, aber aus meiner Sicht noch interessanter hier der Bereich um die 1550 US-Dollar, wo sich aktuell hier in etwa die Aufwärtstrendlinie befindet. Das sind hier potenzielle Ziele. Hier ist 61,8% Fibonacci Retracement bei 1510, wäre so das untere Band dieser Unterstützungs- und Zielzone, wo aus meiner Sicht hier antizyklisch mittelfristig interessante Long-Einstiege möglich wären, dann mit einem Stop etwas unterhalb der 1446 US-Dollar, denn darunter wäre dann wirklich das übergeordnete Chartbild deutlich angeschlagen. Ja, mit Blick auf die Oberseite, wie gesagt, könnte sich hier die Erholung noch ein bisschen ausdehnen in Richtung etwa 1850, 1860. Das wäre hier alles noch keine Aufhellung der übergeordneten technischen Ausgangslage. Das Korrekturszenario bliebe intakt. Das würde sich erst ändern, wenn wir hier diese kritische Widerstandszone durchbrechen, über 1921 bis 1966 US-Dollar, dann würde das Rekordhoch bei 2075 sowie die Fibonacci-Extensionsziele bei 2159 und 2255 in den Fokus rücken. Ja, und schauen wir uns hier den Tageschart an, dann sehen wir hier im Moment eben diesen Versuch einer Stabilisierung, wir haben hier praktisch schon eine dreiwellige Gegenbewegung gesehen, aber im Moment sieht es so aus, als ob die Kurse sich hier im Bereich der 20-Tage-Linie nochmal Kraft sammeln wollen für eine weitere Aufwärtswelle. Das dürfte sich hier in den nächsten wenigen Handelstagen entscheiden. Was man sehen kann, ist, dass das Bollinger-Band im Tageschart schon sehr, sehr eng ist. Also, dass hier ein Volatilitätsanstieg vermutlich nicht mehr lange auf sich warten lassen dürfte. Und solange hier das Tief bei 1699 nicht unterschritten wird, halte ich es für sehr gut möglich, dass wir nochmal eine deutliche Ausdehnung dieser Erholung sehen vom Korrekturtief. Eine Bestätigung hätten über dieser Widerstandszone bei etwa 1760, 1765 US-Dollar. Und dann würde hier diese wichtige und massive Widerstandszone bei 1816, 1876 US-Dollar in den Blick rücken an der Stelle. Und aus heutiger Sicht wäre eine solche Konstellation dann an der hier eine potenzielle Gelegenheit, nochmal die Short-Seite zu spielen in Richtung eines Retests dieses Tiefs oder noch ein bisschen tiefer in diese
Nächste wichtige Unterstützungszone, die sich eben von 1644 bis 1671 erstreckt. Also, dass das dann nochmal zu einem vielleicht etwas tieferen Tief führt und dann sich der übergeordnete ganz langfristige Aufwärtstrend wieder Gehör verschaffen könnte. Und entsprechende Indizien bleiben natürlich abzuwarten. Ja, wie versprochen, Ölpreis, Brentöl hier an der Stelle im Korrekturmodus nach dieser sehr dynamischen Rallye der vorvergangenen Monate. Ja, wir haben hier einen temporären Rutsch unter die 50-Tage-Linie gesehen, aber es war noch nicht nachhaltig. Dann, wie bereits erwähnt, ein volatiles Hin und Her mit der Nachrichtenlage, also ein Tummelfeld für Daytrader an dieser Stelle. Am übergeordneten Bild hat sich aber durch dieses Hin und Her überhaupt nichts geändert. Wir bleiben im Korrekturmodus und solange wir hier nicht die 20-Tage-Linie aktuell bei etwa 65, 85 US-Dollar, solange wir die nicht dynamisch und signifikant zurückerobern können, ist zu favorisieren, dass sich im Anschluss hier diese Abwärtskorrektur unmittelbar fortsetzt. Eine Bestätigung wäre natürlich ein Rutsch unter die 60,27 $. Und potenzielle Korrekturziele sind hier bei 57,42 und insbesondere dann im Bereich um 54 US-Dollar und im Bereich um die aktuell um die 48,80 Dollar anzusiedeln. Da haben wir die steigende 200-Tage-Linie. All das sind hier die potenziellen antizyklischen Zonen für einen Long-Einstieg, solange hier entsprechend eben nicht eine derartige korrektive Marktbereinigung erfolgt ist, kann man durchaus die Short-Seite spielen, wenn man hier eben kurzfristig unterwegs ist. Sollten wir hier allerdings jetzt die 20-Tage-Linie nachhaltig knacken, dann wäre eben durchaus nochmal ein ernsthafter erneuter Test des Hochs hier 70 $, 71,38. Der Bereich dürfte dann oberhalb der 20-Tage-Linie nochmal angesteuert werden. Und hier an der Stelle würde sich dann natürlich nochmal die Frage stellen, ob man antizyklisch agiert und auf eine Fortsetzung dieser korrektiven Phase dann spekuliert. Ja, von der Sentiment-Seite ist es eher unwahrscheinlich, dass wir hier unmittelbar diesen Aufwärtstrend fortsetzen können. Also auf erhöhtem Niveau könnte sich dann entsprechend nochmal, müsste man dann abwarten, wie sich die Sentiment-Daten darstellen. Aber hier besteht natürlich die Möglichkeit einer Sentiment-Divergenz. Also es wäre dann durchaus interessant, eine solche Konstellation, dass man dann eben zumindest eine Range unterstellt und dann antizyklisch auf ein Erreichen eben dieser unteren Range-Begrenzung spekuliert. Da kommen wir zu den US-Indizes, der Dow Jones Industrial hier im Wochenchart. Wir hatten ja in der vorvergangenen Woche wie so eine bärische Kerze hier an dieser Stelle gesehen, mit einem neuen Rekordhoch, aber dann einem Schluss im Minus bezogen auf den Vorwochenschluss. Der Verkaufsdruck hielt sich allerdings in Grenzen, wie man sehen kann. Es wurde bislang nicht einmal das letzte Reaktionshoch hier bei 32.010 Punkten erreicht, bevor hier die Schnäppchenjäger wieder zugriffen. Also dieser steile Aufwärtstrend bleibt intakt, ebenso wie das potenzielle nächste Fibonacci-Kursziel bei 33.900 sechs Punkten, welches eben bestätigt würde, wenn das Hoch bei 33.228 Punkten überschritten wird. Ansonsten sehen wir hier auf der Unterseite diese Aufwärtstrendlinie und die
würde wahrscheinlich einem erneuten Test unterzogen, wenn es eben unter die 32.010 Punkte geht. Und ein verlässlicheres Indiz für eine deutlichere Abwärtskorrektur hätten wir an der Stelle erst unter 30.548 Punkten, also diesem letzten Reaktionstief. Der steile Aufwärtstrend wäre dann gebrochen und diese wichtigeren horizontalen Unterstützungszonen kämen dann wieder ins Spiel. Und die zweite dieser Zone, die ist hier unten begrenzt mit der Kurslücke bei 28.495 Punkte. Also an der Stelle wäre das übergeordnet bullische Szenario noch nicht in Frage zu stellen. Aber darunter sähe die Lage dann aus meiner Sicht hier schon etwas anders aus. Gebrochen würde der größere Aufwärtstrend erst unterhalb dieser Unterstützungszone bei rund 26.000 Punkten. Und sollten wir hier diese Zielunterstützungszone unterschreiten, wäre das zugleich auch das nächste Kursziel. Ja, mit Blick auf die Oberseite sind wir hier aber eben immer noch im Aufwärtstrend. Die Stops von Long-Positionen sollten allerdings engmaschig nachgezogen werden. Wie gesagt, auch insbesondere in den USA sind die Sentiment-Daten teilweise sehr extrem und zeichnen einfach ein Bild eines erhöhten Risikos für eine korrektive Phase. Wir hatten zuletzt auch ja deutliche Eintrübungen bei den Marktbreite-Indikatoren gesehen in den USA. Und das könnte sich dann entsprechend eben zu einer deutlicheren Korrektur dann entwickeln, wenn wir jetzt hier nicht zeitnah einen Übergang in eine gesundere, in einen gesünderen Rücksetzer sehen, der nicht zu einem Bruch des Aufwärtstrends führt. Also mit anderen Worten, sollten wir jetzt hier unmittelbar die Rallye fortsetzen, dann droht hier eine spekulative Überhitzung, die dann im Anschluss eine umso deutlichere Abwärtskorrektur zur Folge haben dürfte, es sei denn, die Marktbreite-Indikatoren würden sich dann wirklich deutlich aufhellen. Ja, mit Blick auf den Tageschart hier im Dow Jones, da kann man sagen, dass wir hier mit dieser Shooting Star Kerze im Korrekturmodus sind. Die Korrektur ist auch noch intakt, aber mit den letzten beiden Handelstagen hier wird zumindest signalisiert, dass wir das Hoch noch einmal antesten dürfen. Wir sehen hier knapp darüber mit dem oberen Bollinger Band bei 33.555 Punkten aktuell. Dann eine naheliegende nächste Widerstandsregion, die oberhalb des Reaktionshochs vermutlich direkt angesteuert werden dürfte und als eben als Widerstand dann fungiert. Und ja, mit Blick auf die Unterseite haben wir jetzt hier ein kurzfristig relevantes Support-Cluster bei 32.010 Punkte bis zur 20-Tage-Linie aktuell bei 32.268 Punkten. Also diese Unterstützungszone ist kurzfristig kritisch. Sollten wir da drunter rutschen, dann droht eine kräftigere Korrekturphase. Mit Blick auf den Tageschart wäre hier insbesondere im Bereich um die 31.571 Punkte das nächste Kursziel. Und darunter würde dann hier diese wichtige Unterstützungsregion zum Test anstehen, die bis 30.548 Punkte reicht. Unter anderem haben wir ja auch noch die steigende 100-Tage-Linie. So, zuletzt dann noch den Nasdaq 100, also den Technologieindex hier im Wochenchart. Da sehen wir, dass im Gegensatz zu den Standardwerten im Dow Jones, also den eher zyklischeren Werten, dass hier ein bisschen die Luft abhanden gekommen ist. Also diese lange Phase relativer Schwäche, die ist in eine
Phase relativer Schwäche übergegangen, die Stärke in die Schwäche, aber jetzt mal mit Blick auf das ganz langfristige Bild ist natürlich hier die relative, der Trend zur relativen Stärke noch als intakt anzusehen. Insofern kann hier eine zumindest temporäre Gegenbewegung, also dass dann die Tech-Werte wieder über eine gewisse Periode hinweg zumindest relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt dann zeigen, das kann hier durchaus, erscheint hier durchaus plausibel, weil, wie gesagt, eben der übergeordnete relative Stärketrend immer noch klar pro Technologiewerte zeigt. Mittelfristig gesehen sieht die Sache schon eben anders aus. Also hier kann man, wenn man sich entsprechende Ratio-Charts anschaut, durchaus auch von einer Top-Bildung sprechen. Insofern wird es auch eben für das ganz langfristige Bild durchaus hier spannend in den nächsten Wochen und Monaten, wie sich das Ganze weiterentwickelt, ob wir wirklich einen großen Shift, eine große Trendwende sehen, weg von den Growth-Aktien, Technologie-Aktien, Corona-Krisengewinner-Aktien hin zu den eher zyklischen, konjunktursensiblen Werten oder Werten, die von steigenden Zinsen profitieren, ob wir das dann sehen oder nicht. Wenn wir uns jedenfalls den Wochenchart hier im Nasdaq anschauen, sehen wir zwei Wochen hintereinander Kerzen, die auf eine Unsicherheit auf der aktuellen Unterstützung der Mittellinie des Bollinger Bands hindeuten. Also eine Pattsituation zwischen Bullen und Bären, wenn man es möchte. Und dann schauen wir uns das im Tageschart an. Dann sehen wir hier, die 100-Tage-Linie steigt noch und da versuchen sich die Kurse drauf zu stabilisieren, während die 50-Tage-Linie in Schwarz dargestellt als Widerstand fungiert. Also hier könnte sich entsprechend eine Auflösung dieses Kampfs demnächst ergeben, also ein Anstieg über den Widerstand bei 13.312 Punkten per Tagesschluss würde ich als bullisch werten und der würde dann dafür sprechen, dass wir nicht nur die Kurslücke bei 13.545 knacken, sondern das Rekordhoch hier nochmal angesteuert werden dürfte. Umgekehrt würde ich jetzt an der Stelle unterhalb des Wochentiefs hier eine Triggermarke sehen, also unterhalb von 12.628 Punkten wäre es wahrscheinlich, dass wir hier das Korrekturtief bei 12.208 Punkten nochmal ansteuern und vielleicht hier eine unmittelbare Ausdehnung der korrektiven Phase in Richtung 200-Tage-Linie dann noch sehen könnten, die aktuell etwa im Bereich 11.900 Punkte verläuft und bei entsprechenden Stabilisierungsanzeichen könnte sich dann an der Stelle nochmal eine antizyklische Long-Gelegenheit ergeben. Ansonsten, wenn man hier überlegt, die Short-Seite zu spielen, dann wäre eben die Marke von 13.312 Punkten knapp darüber. Das wäre dann eine Zone, wo man dann die Reißleine ziehen sollte aus meiner Sicht und dann erstmal abwarten, ob man auf höherem Niveau möglicherweise mal ein Schwächeindiz bekäme, um dann auf eine Ausdehnung der Korrektur zu spekulieren. Denn, wie gesagt, ja, von der Sentiment-Seite sind wir schon etwas angeschlagen. Es kam noch nicht zu einer echten Marktbereinigung. Ja, dann würde ich sagen, könnten wir uns ein paar Wunschwerte anschauen. Meron, hast du schon welche vorliegen? Ja, ich hätte zum Beispiel BMW, aber die Zuschauer können auch ihre Wunschwerte gerne nochmal sharen oder teilen mit uns. BMW wäre jetzt ein Wunschwert. Also dann schauen wir uns die BMW-Aktie an. Zunächst einmal hier das übergeordnete Chartbild. Schauen wir uns ruhig den Monatschart an. Dann können wir sehen, dass wir also nach dem Finanzmarkt
Krisentief eine dynamische Rallye auf dem Rekordhoch gesehen haben und seither ein übergeordneter Bärenmarkt vorlag. Und ja, mit dieser Erholung, die wir vom Corona-Crash-Tief gesehen haben, diesem Multijahrestief, Dekadentief, hat sich jetzt zuletzt eine Aufhellung der technischen Ausgangslage ergeben mit diesem Bruch dieser massiven Widerstandszone hier bei etwa 73 bis 79 Euro. Und ja, jetzt könnte man perspektivisch natürlich diese Widerstandsregion hier bei 92 bis etwa 98 Euro als nächste Zielzone ausrufen. Wenn wir nochmal in den Tageschart gehen, dann sehen wir, dass nach dem Corona-Crash-Tief die 200-Tage-Linie wiederholt als Widerstand fungiert hat. Die wurde nachhaltig überwunden, hat dann wiederholt als Unterstützung fungiert und seither sind eigentlich die Bullen am Ruder und daran hat sich hier auch nichts geändert. Gleichwohl sind wir zuletzt in eine korrektive Phase eingetaucht und diese korrektive Phase könnte sich hier unproblematisch auch noch ein bisschen ausdehnen. Wir sehen hier aktuell also dieses Muster hier ist ein bärischer Evening Star. Ich zeige das mal hier. Dieses Muster aus drei Kerzen mit der langen grünen und diesem mit dieser Spinning Top Kerze mit diesem Star und dann anschließend diese bärische Kerze. Diese Kombination aus drei Kerzen ist ein bärisches Muster. Auch die Kurslücke hier für sich genommen ist als bärisch zu werten bei 85,83. Damit haben wir hier einen nächsten relevanten Widerstand und solange es nicht gelingt, diesen Widerstand per Tagesschluss aus dem Weg zu räumen, ist hier eine unmittelbare Ausdehnung der Korrektur zu favorisieren. Und an der Stelle ist natürlich der Bereich um die 80,50 bis 81 so in etwa der nächste relevante Support, also die nächste relevante Unterstützung. Aber sollten wir hier in den kommenden Tagen dahin fallen, würde es nicht überraschen, wenn wir noch eine Ausdehnung, weitere Ausdehnung der Korrektur sehen. Und wenn ich hier mal das Fibonacci Retracement anlege, dann wäre eben ein Rutsch auf neues Tief zugleich ein Rutsch unter das 38,2% Fibonacci Retracement. Und an der Stelle würde es nicht überraschen, wenn wir dann in Richtung etwa 76,50 oder 73,60 bis etwa 74,70 rutschen würden. Das wäre dann hier eine interessante antizyklische Einstiegsgelegenheit auf der Long-Seite. So richtig kräftig eintrüben würde sich das technische Bild erst darunter und unmittelbar bärisch wäre es dann erst unter diesem Reaktionstief bei 68,87. Also insofern kurzfristig, wie gesagt, Korrektur und noch nicht abzusehen, ob sich die Korrektur unmittelbar fortsetzt. Ein Tagesschluss über 88,78 wäre dann entsprechend ein Indiz dafür, dass sich der Trend unmittelbar fortsetzen könnte in Richtung der eben gezeigten Kursziele auf der Oberseite. Aber aus aktueller Sicht ist leicht zu favorisieren, dass wir im Anschluss erstmal eine Ausdehnung der Abwärtskorrektur sehen, was dann für mittelfristig bis längerfristig orientierte Anleger nochmal Chancen auf einem tieferen Niveau für einen antizyklischen Long-Einstieg dann ermöglichen würde. Ja, haben wir noch einen Wert, Merun? Ja, jetzt wurde auch mehrmals nach SAP gefragt. Na, dann schauen wir uns die SAP an. Das ist natürlich nichts. Nehmen wir mal eine
vorbereiteten Chart. Da müssten wir noch einen. Nein, das ist ja nicht, dann nehmen wir den. Also wir haben hier bei der SAP-Aktie eine Top-Bildung gesehen im Bereich des Rekordhochs hier an dieser Stelle. Und dann mit schlechten Zahlen hat sich dieser Abwärtstrend, der sich nach dem Doppeltop ergeben hat, dynamisiert. An dieser Stelle kann man sehen, mit einer großen bärischen Kurslücke bei sehr, sehr hohem Handelsvolumen. Dieses Signal macht es wahrscheinlich, dass solange hier diese Lücke nicht per Tagesschluss signifikant überwunden wird, dass dann übergeordnet nochmal mit schwächeren Notierungen zu rechnen ist. Also um es genau zu sagen, das ist hier die 124,08 €, ein Tagesschluss darüber, wäre ein erstes bullisches Indiz, dass es tatsächlich nochmal in Richtung Rekordhoch unmittelbar gehen könnte. Ansonsten spricht hier diese adynamische Erholungsbewegung vom Crash-Tief dafür, dass wir also im Anschluss an diese Erholungsbewegung nochmal nicht nur das Tief hier ansteuern, sondern vielleicht auch nochmal eine Etage tiefer in Richtung des März-Tiefs hier vom Corona-Crash rutschen könnten. Wenn wir uns hier das mittelfristige Chartbild anschauen, dann lässt sich sagen, das ist eine volatile Seitwärtsbewegung. Wenn wir jetzt hier nachhaltig unter diese Unterstützung bei etwa 100 € rutschen würden, dann wäre es sehr wahrscheinlich aus meiner Sicht, dass wir hier zeitnah nochmal in Richtung des Tiefs rutschen. Mit Blick auf die Oberseite würde ich sagen, dass hier, wie man sehen kann, die 50-Tage-Linie aktuell als Widerstand fungiert. Ich würde an der Stelle dieses Zwischenhoch nehmen, die 107,37 € und ein Tagesschluss darüber würde perspektivisch für einen erneuten Test der oberen Range-Begrenzung hier bei 111,94 € oder eben zu einer Ausdehnung an die 200-Tage-Linie aktuell bei 117,06 € sprechen. Wie gesagt, übergeordnet während derlei Erholungen aus heutiger Sicht potenzielle Short-Gelegenheiten in Richtung hier des Oktober-Tiefs. Und je höher das Ganze vonstatten geht, also wenn man hier natürlich im Bereich der 200-Tage-Linie knapp unterhalb der Kurslücke hier bei 124,08 € agieren könnte, dann hätte man ein interessantes Chance-Risikoprofil für eine derartige mittelfristige Short-Spekulation. Darüber sollte man also die Reißleine ziehen. Das würde dann unmittelbar bullish werden an der Stelle mit dem genannten Ziel Rekordhoch. Ansonsten prozyklisch ein Rutsch unter die 100 per Tagesschluss wäre ein Indiz dafür, dass wir unmittelbar dieses Tief hier nochmal testen. Ob jetzt dann mit Blick auf das ganz, ganz langfristige Chartbild hier sich also in dieser Unterstützungsregion oder vielleicht eben eine Etage tiefer beim März-Tief dann nochmal eine antizyklische Long eine antizyklische Long-Gelegenheit ergeben würde, lässt sich an der Stelle noch nicht mit ausreichender Verlässlichkeit sagen. Aber das sind natürlich potenzielle Achtsamkeitszonen, wo eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dafür besteht. Was sich natürlich eben sagen lässt an der Stelle ist, dass wir tunlichst vermeiden sollten, unter das März-Tief zu rutschen. Denn dann wäre auch der ultralangfristige Aufwärtstrend hier in der SAP-Aktie ad acta zu legen. Und entsprechend wäre dann auch vom übergeordneten Chartbild
werden deutlichere Kurserholungen aus heutiger Sicht potenzielle Short-Gelegenheiten. Solange das aber nicht der Fall ist, solange also diese kritische Unterstützungszone verteidigt werden kann, könnte man durchaus argumentieren, hier antizyklisch zu agieren und dann entsprechend einen engen Stop-Loss unter diese Zone zu setzen. Ja, haben wir noch einen Wert, Miron? Wir könnten jetzt auch noch BioNTech nehmen. Okay. Dann schauen wir uns die BioNTech an. Das ist, glaube ich, die falsche. Dann schauen wir uns die. Gut, also hier haben wir die BioNTech-Aktie, die in Deutschland gehandelte, in Euro also. Und hier sehen wir, ja, dieser Schub im März vergangenen Jahres und danach, der Aufwärtstrend wurde nicht gebrochen, aber ein nachhaltiger Ausbruch auf neue Hochs ist seither noch nicht erfolgt. Also man kann hier durchaus argumentieren, dass man antizyklisch weiterhin die Long-Seite bevorzugen kann, aber eben in deutlichere Rücksetzer hinein und nicht in Ausbrüche hinein bis zum Beweis des Gegenteils. Wir haben ja eine wichtige Zielregion an der Stelle erreicht. Dann haben wir mal so antizyklische Gelegenheiten gesehen, kurzfristiger Natur. Aktuell lässt sich das ja nicht sagen. Man könnte jetzt eine kurzfristige Abwärtstrendlinie ganz gut definieren, die mit der 50-Tage-Linie übereinstimmt und mit dieser horizontalen Widerstandsregion. Also hier haben wir ein Widerstandscluster, sodass an der Stelle durchaus ein prozyklisches Long-Engagement erwogen werden kann, sollten wir hier per Tagesschluss über die 93 Euro klettern. Dann würde ich es für wahrscheinlich halten, dass wir das Rekordhoch nochmal testen und vermutlich auch überschreiten. Ansonsten mit Blick auf die Unterseite, solange wir also diese Widerstandszone nicht überwinden können, ist die Gefahr recht hoch, dass wir hier zumindest mal die 200-Tage-Linie ernsthaft antesten, die jetzt hier mit dem letzten Reaktionstief so eine ein Unterstützungscluster ergibt, also eine Kreuzunterstützung. Und an der Stelle wäre natürlich beispielsweise ein bullisches Candlestick-Umkehrsignal, also bullisches Kerzenmuster an der Stelle, dann würde eine antizyklische Long-Positionierung dann nahelegen. Ansonsten droht ein deutlicher Rutsch in Richtung dieser primären Aufwärtstrendlinie, die mit den letzten Reaktionstiefs hier ebenfalls ein Unterstützungscluster bildet, also hier etwa der Bereich um die 64, 63, 50 bis 64, 50. Also diese Zone ist aus mittel- bis längerfristiger Sicht, sollte die idealerweise nicht unterschritten werden, um eben das bullische Gesamtbild langfristiger Natur nicht zu zerstören. Also hier zwei potenzielle Auffangzonen für antizyklische Long-Positionierungen. Eine prozyklische Marke, deren Überschreitung per Tagesschluss hier bei 93 abgewartet werden sollte, um hier prozyklisch aktiv zu werden auf der Long-Seite. Ja, das wäre es dann an dieser Stelle. Mit der Zeit sind wir ja auch schon durch. Insofern bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche eine erfolgreiche verkürzte Handelswoche, da ja nächsten am Montag
nicht gehandelt wird, können wir uns dann an der Stelle erst in 2 Wochen wiedersehen, am übernächsten Montag zur nächsten Folge Märkte im Fokus. Vielen Dank, Ralf. Und da bleibt mir auch nichts weiteres übrig, als Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche zu wünschen. Noch eine kleine Erinnerung an unseren Services und die wir bei der Société Générale für Sie anbieten. Falls Sie Fragen haben sollten, können Sie sich gerne an uns wenden. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und würde mich freuen, Sie in 2 Wochen, wie Ralf schon erwähnt hat, begrüßen zu dürfen. Tschüss. Tschüss.